Mit der neuen Programmiersprache Swift von Apple kann man auch Apps für iOS erstellen und das möchte ich mal mit dem neuen Xcode 6 Beta ausprobieren. Dazu lege ich jetzt mal ein neues Projekt an. Ja, machen mal eine Single View Application und ich nenne das Ganze mal ja, Hit Me und als Sprache wähle ich hier Swift aus. Ja. Und ablegen tue ich das mal hier. Yep. So. Ich fange mal mit dem Storyboard an und baue mal meine App zusammen. Vielleicht bauen wir hier gleich einen Button rein. Yep, da ist er. So. Und hier habe ich den Controller. Der ist mit Swift geschrieben. Ich sortiere mal hier aus. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Import ist wesentlich übersichtlicher als bei Objective-C. Ich habe hier kein Header-File. Ja, sieht ganz gut aus. Und jetzt baue ich mir hier mal ein Outlet ein für den Text-View. Okay, und ich baue mal eine Action für den Button. Klick, okay. Ja, und in der Action setze ich jetzt den Text View, die Eigenschaft Text auf Strike. So, jetzt probiere ich das Ganze mal. Okay. Yep, da kommt der Simulator. Da ist meine App. Ich klicke drauf und hier kommt Strike. Ja, das ist meine erste App, die ich mit Swift erstellt habe. Hat ganz gut funktioniert, sieht spitze aus. Also das, was mich vorher gestört hat beim App-Entwickeln mit Objective-C, sieht hier wesentlich schöner aus. Ich denke, das wird nicht meine letzte App gewesen sein. Probiert es auch einfach mal aus. Besorgt ihr euch das Xcode 6, erstellt eine App mit Swift und probiert da auch gleich mal die neuen Spracheigenschaften aus. Ja, das war's. Danke soweit. Bis dann. Tschüss.